Sie sind hier 28. November 2018, 9.46 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Gladbach-Manager Max Eberl hat sich einer Operation unterzogen. Urheberrecht Getty Images. Borussia Mönchengladbach muss für kurze Zeit auf die Dienste von Max Eberl verzichten. Der Sportdirektor unterzieht sich einer Darm-OP. Sportdirektor Max Eberl, 45, vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich einer Darmoperation unterzogen. Es ist nichts Dramatisches, aber es muss gemacht werden, leider eine Art Familienkrankheit bei uns, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi der Bild. Ich muss 9 bis 10 Tage im Krankenhaus bleiben und darf wohl bis Weihnachten nicht mehr ins Stadion. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Mönchengladbach kaufen, hier geht es zum Shop. Der fünfmalige deutsche Meister ist in dieser Saison erster Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Aufgaben von Eberl bei den Fohlen soll bis auf weiteres Scouting-Chef und Eberl-Assistent Steffen Korrell, 47, übernehmen. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.